Schlange stehen in der Kälte, um als erstes einen Blick hierauf zu werfen. Das geschredderte Ballonmädchen von Banksy. Das ist der Hype, man will es einfach auch gesehen haben. So eine Möglichkeit gibt es nie mehr wahrscheinlich für mich, als Erste dieses Kunstwerk zu sehen. Ich dachte ja auch, es wäre ein neues Bild und dann teilweise zerschreddert, aber man muss sagen, es sieht wirklich kaputt aus. Die Bildzerstörung des Streetart-Künstlers? Weltweit hatte die im Oktober für viel Medienwirbel gesorgt. Bei einer Auktion in London, erst versteigert für rund 1,2 Millionen Euro, zerstört es sich durch einen eingebauten Schredder plötzlich selbst. Später bekennt sich Banksy zur Aktion. Gedacht als Kritik am Kunstmarkt, doch stieg der Wert und das Interesse gerade bei Sammlern umso mehr. Auch viele Museen versuchten, die anonyme Eigentümerin zu finden. Über einen Vermittler und deren Vermittler kamen wir einen indirekten Kontakt und stellten fest, dass wir uns kennen, uns respektieren. Es wird entschieden, dass Banksy in London eingepackt wird und hier im Museum Frieder Bode in Baden-Baden das Licht der Öffentlichkeit wieder erblickt. Einen Monat lang können Besucher das Kunstwerk noch in Baden-Baden bestaunen. Hinter Glas mit inzwischen deaktiviertem Schredder. Danach kommen sie in die Staatsgalerie Stuttgart, die berühmten Banksy-Schnipsel.